herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei PZ Tuning, beziehungsweise immer noch in Brandenburg. Im letzten Video ging es um diese Rakete hier mit 42 PS. Über 10-fache Serienleistung, fällt mir dabei gerade so ein. Das ist übrigens Paul, kennt er ja schon. Und jetzt geht es heute ganz kurz erstmal um diesen Roller. Dieser Typ mag nämlich Roller so gar nicht, der ist eher so ein Simson-Fan. Deswegen habe ich aber meinen Roller mitgebracht, inklusive Benny, weil der halt fast alles dran gebaut hat. Und am Ende geht es auf den Flugplatz und wir wollen einen kleinen Vergleich fahren. Ne? Dann wollen wir mal sehen, ob der Osten oder der Westen gewinnen wird. Ost gegen West, ja. Hoffentlich ergibt das sich noch richtig. Ein Beef unter den Kommentaren. Beef gibt es so ungefähr. Ja, kommentartechnisch wird das auf jeden Fall ein starkes Video. Bei erstmal müssen wir gucken, welches von den beiden Fahrzeugen das stärkere ist. 42 PS ist natürlich so brutal vorgelegt, das werden wir hiermit niemals schaffen. Was sagst du, Benny? Was wird das Ding gesagt? Das war ja 42 Motor, ne? Hier. Hm? 35 oder sowas? Ja, so in dem Dreh 35, 38, wäre schon cool, ja. Jetzt muss man dazu sagen, das Ding ist jetzt nicht so perfekt. Also man könnte auch sagen, leichten Service-Stau. Ja, das ist jetzt auch nicht voll High-End gebaut, ne? Aber schon, ist schon was gemacht. Ist für uns auch nur ein Spaßobjekt. Ihr kennt das Ding steht öfter mal auf Messen, auf Events, wird ein bisschen durch die Gegend gefahren. War zum Schluss bei Jan, der hat sich noch mal ein bisschen mit Steuerzeiten beschäftigt. Mhm. War nicht mehr so krass viel zu holen. Also war schon wirklich nicht schlecht. Dann hat er sich um Variomatik gekümmert. Fährt absolut geil. Ich bin einmal auf dem Messegelände ein bisschen hoch und runter gefahren. Fährt krass. Da bin ich auch gespannt, was du sagst. Weil du sagst, du bist sowas noch nie gefahren. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ich bin sowas noch nie gefahren. Na denn. Ich sage, das wird aber krasser sein als das vom Gefühl her. Weil hier musst du halt einfach nur am Kabel ziehen, fertig. Das wird auf jeden Fall einfacher zu fahren. Ich glaube, der ist auch schwerer an sich, oder? Das ist so 100 Kilo. Ja, sind wir hier bei 75, 80, glaube ich. Alter, jetzt habe ich heute tatsächlich. Jetzt geht es ums Gewicht und ich habe die Waage nicht mit. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir beide eben gerade so 100 Kilo rausgehoben haben. Ja, es kommt ungefähr hin. So zwischen 90 und 100 Kilo wird das Ding wiegen. Mhm. Weil die bisschen größeren 125er wassergekühlt haben, dann so 115, 120. Kurz für die Zuschauer, kam ja von TMR. Vielen Dank nochmal, so ein geiler Auspuff drunter. Es ist weiterhin der AC-Zylinder drauf, luftgekühlt. 180 Kubikmeter? Ja, 172 plus eine Langhubwelle, ja, sind so 185, glaube ich. Gegen 125 Kubikmeter. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Aber es ist halt ein komplett verschiedenes Motorenkonzept, ne? Ja. Wir haben halt hier eine Variomatik, das heißt, der Motor läuft eigentlich permanent bei der gleichen Drehzahl. Da haben wir ein Schaltgetriebe. Genau. Aber jetzt überlege ich gerade, 10.000 Umdrehung, 15.000 Umdrehung, 50% mehr Drehzahl, dann sind wir ungefähr wieder fast beim Ähnlichen, ne? Deswegen sind die wahrscheinlich leistungsmäßig auch so. Wie viel Drehmoment hattet ihr dann? Das weiß ich nicht mehr. Ja, genau. Du weißt wirklich nicht, es ist für uns wirklich reines Hobby und Spaß. Ja. Ich würde auch sagen, reines Vernichten. Ja, zwischen den ganzen anderen Projekten. aber das ist halt, wobei eigentlich, Benni, du bist ja eigentlich beides, aber eigentlich schon mehr Roller früher. Ne? Also ich habe Benni kennengelernt, da ist er einen ganzen Tag lang mit dem Roller auf dem Parkplatz im Mühli hoch und runter gefahren. Ja, genau so war es. Das waren so die Zeiten damals. Ja. Und dann aber eigentlich mein Wintermoped, das war eine Simme. Und dann kam das erst eigentlich später. Okay. Früher bist du halt die Simsons im Winter gefahren, weil es war halt nichts Besonderes, ne? Mhm. Und jetzt? Jetzt ist auch hinterhergeworfen. Genau. Ja. So wirklich. Ich glaube, Benni, ich war begeistert, wie gut das Ding anspringen hat. Du machst den auch mit Choke immer, ne? Ja, nee. Ja, heute ist warm. Ja, doch, erste Mal würde ich schon kurz mit Choke. Ich war auf der letzten Messe begeistert, dass du überhaupt angesprungen bist in dem Moment. Ne? Weil wirklich so einen Tag vorher, ey Benni, bring mir den Roller mit. So, und auf einmal sehe ich so, der erste sitzt schon drauf, ey, springt ja eigentlich an. Schnell von der Simson Sprit abgelassen, hier reingegangen. Ja, mal gucken, ob das Ding überhaupt drauf passt. Ich hoffe. Vom Radband her? Ja. Sehr kurz, ne? Hat das links was drauf? Klar, hab ich. Das sind die Zähne. Gerade so. Naja, gerade so.
Knapp 32 PS oder 32,3. Ja, das würde passen. Das würde wiederum passen, ne? 33, 34 PS? Ja, das war dann wahrscheinlich frisch abgestimmt und genau. Hier, und wir haben es ja heute auch sehr warm. Du siehst ja auch, dass er sehr fett läuft. Genau. Also könnte mit 32. Das kommt schon. Aber Radleistung haut er denn hin? Wenn du sagst, er hätte so 33 Watt und jetzt haben wir hier 32,3. Ja, nee, das kommt schon ähnlich hin, auf jeden Fall. War auf jeden Fall deutlich kühler, heute ist er eher ein bisschen fetter. So, warte mal, jetzt gucken wir mal irgendwie im Drehmoment. Aber sehe ich das richtig, dass er echt ausgedreht 150 fährt? Ja. Ach, also die Geschwindigkeitsangabe, die stimmt von dem Prüfstand richtig exakt. Mhm. Ich finde kein Geld der Welt, würde ich mir das. Also ich fahre eher im Auto 500 als mit dem 150 zu fahren. Weil das fährt bei 120 schon echt eklig. Mit den kleinen Rädern, den kurzen Radstellen. Ja, und 21 Newtonmeter könnte hinhauen. Ja, das wird schon ungefähr plausibel sein. Ja. Am Rad. Ja, da war ich vergessen. Er ist 32 am Rad und 21 Newtonmeter. Guck mal, ich fahre jetzt irgendwas mit 23 Newtonmeter am Rad, dann wahrscheinlich auch so um mit 20 Newtonmeter. Also Drehmoment wird ziemlich gleich sein. Mhm. Leistung ist jetzt hier bei dir erstmal weniger, aber eigentlich ist immer nur das Drehmoment entscheidend. Naja, kann ich fast sagen. Gut oben raus, auf Drehzahl brauchst du Leistung. Ja, wenn du halt jetzt wirklich in ganz so. Ja, aber auch da eigentlich ist viel Drehmoment. Also ich persönlich finde immer, dass der Drehmoment beim Zweitakter die viel wichtigere Angabe ist. Weil wenn du jetzt einen Motor hast, der extrem hoch dreht, dann kommt rein rechnerisch zwar eine extrem hohe Leistung raus, aber der Motor, der das bei weniger gleiche Kraft abwirft sozusagen, fährt unterm Strich trotzdem meistens in der Beschleunigung besser. Wir sehen halt jetzt gerade, aber immerhin können wir sagen, Rollervorteil ist halt einfach von, ich sag jetzt mal vorsichtig, 50 bis 120, 110, 120 fährt das Ding immerhin hier mit über 20 PS am Rad so, ne? Ohne Unterbrechung. Genau. Das haben wir. Deswegen sage ich, du hast zwar jetzt hier erstmal weniger Leistung stehen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass er genauso schnell ist wie ich. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber es ist ja unglaublich, wenn du hier Gas gibst, wie schnell das Ding hier auf 120 ist. Also. Ja, ja, aber da musst du auch erstmal draufbleiben. Ja, ja. Also, hast du den schon mal irgendwo so komplett das, mal? Ja, das eklige beim Rollerfahren. Also, A, Trommelbremse hinten. Das ist nicht ganz so geil wie eine Scheibenbremse hinten, so, was Mühlen angeht. Und. Das Eklige beim Roller ist, wenn der anfängt zu gehen, du musst halt aufpassen, du musst ja schon vorher vom Gas gehen, weil der so nachschiebt. Ne? So, ne? Das ist halt nicht so Gas zu und das Ding geht sofort wieder runter, sondern gefühlt geht ja dabei dann so ein bisschen Drehzahlleistung alles hoch. Also ein bisschen. Ich bin echt gespannt, das Ding mal zu fahren, wirklich, weil ich bin noch nie so einen schnellen Roller, nicht mal anders. Ja, ich kenne nur so einen Original 50 Roller, der 45, der hat ja einen. Oder, weißt du, weil die Trommelbremse ist jetzt nicht so die stärkste hier hinten. Das heißt, wenn du gefühlt mal zu weit bist, musst du halt hier auch richtig rein. Weil das ist nicht so ein bisschen antippen. Also ich glaube, mit dem Radstand ist das schon echt, also ja, kommt schnell vorne hoch. Ja. Nee, du kannst gar nicht vorwärts gehen. Also du musst nicht mal, wenn du jetzt, ich hab mal übertrieben, wieder zurück raus. Also bei mir muss ich mich auch richtig nach vorne legen. Dann ist halt auch die Frage, wo du hier gerade dann so bist. Genau. So, ne? Es wird gleich interessant, glaube ich, werden. Ne? Wir sehen auf jeden Fall ab 115, 120, das ist halt das Problem bei dieser Variomatik, ist es dann halt so, dass sie dann nicht mehr so geil funktioniert. Das muss man jetzt zur Sekunde ja mal sagen. Ne? Weil dann ist ja schon so, dass Leistung runtergeht. Ja, weil einfach die Variomatik nicht hinterherkommt und die Drehzahl dann zu hoch ist und der dann irgendwann einfach zumacht, der Motor. Und dann kann die Variomatik irgendwann wahrscheinlich nicht länger übersetzen, weil das versucht sie ja. Mhm. Ja, kann schon sein, ja. Ah, das heißt, du meinst, bis 110, die Spitze der Kurve, fahren wir wirklich ganz gut im Leistungsmaximum? Genau, von der Übersetzung her. Der passt ja permanent die Übersetzung ins Verhältnis sozusagen. Und dann wird Drehzahlende, also dann wird die Variomatik einfach nicht weiter regeln können und dann kommt Drehzahl. Händanschläge, du müsstest dann die Gesamtübersetzung quasi ändern. Ja, ja. Das heißt, dann dreht er nur noch hinaus und Leistung fällt halt ab, weil er einfach nichts mehr kommen würde. Genau. Getriebe ist zu kurz, kann man sagen. Können wir theoretisch, du hattest halt eben Drehzahl eingeblendet auch noch, können wir auf eine Achse Drehzahl packen? Jetzt haben wir hier die Drehzahl. Und dann fahren wir die ganze Zeit 10,8 und ab 110 fällt es ein bisschen runter. Ist doch sogar, dass die runtergeht. Geht es mal runter. Ja. Und dann sind 1000 Umdrehungen sind halt gleich diese 4 PS, die. Weil sie vielleicht macht sie da dann komplett zu und dann muss er erstmal wieder beschleunigen. Ja, und vor allem wird ja auch die Last wesentlich höher ab 100 km/h, sage ich mal. Ja, das weil dann natürlich Drehzahlende du irgendwann in dem abfallenden Ast bist. Deswegen messen die ja auch die Roller eigentlich, dass die es dann direkt, wir direkt angetrieben machen. Ne? Ja, und blockierte Waage. Ja, haben wir auch. Okay, Roller runter, ein, zwei Checks und ab auf den Flugplatz. Los geht's. Also Paul, erzähl mal, Flugplatz hier, das ist eure Teststrecke oder wie? Genau, unsere abgesperrte Teststrecke, die tatsächlich abgesperrt. Geil. Das heißt, hier könnt ihr jederzeit einfach Dünnes machen, wie ihr Bock habt. Ja. Das ist der Kartbahn da hinten zu verdanken.
Die haben sehr coole Betreiber und die erlauben uns hier geil. Mit unserem Moped zu testen. Man stört hier auch niemanden, hier ist ringsherum nichts in der Nähe. Ne? Das wäre ja unser Untergang, Benny, ne? Das ist so eine Strecke, Alter. Eskalationsstrecke, ja. Okay, also es geht eigentlich darum, diesen Roller gegen diese Simson da hinten. Ich würde vorschlagen, als allererstes fährst du mal eine Runde mit dem Roller. Okay, das kann was werden. Ich bin noch nie einen Roller mit so viel Leistung gefahren, also ich bin gespannt. Okay. Also ich denke, ich muss dir nichts erklären, außer... Nur für die Kamera, wenn er kaputt geht. Meine Schuld. Mandel vertraut dir sowieso. Nein, also, doch mal ich sag mal so, wenn du ihn, ich sage immer, wenn du oder Benni ihn kaputt fahren, würde ich ihn erst recht auch kaputt fahren. Weil es ist halt bei diesen Geräten so, ne? Ich sehe mich hier schon irgendwo im Zaun hängen. Ich mit dem ist halt ultra kurzer Radstand, kleine Räder, fährt so semi-geil, außer ja. Man hat halt Bock drauf. Mhm. Und was ich nach wie vor auch finde, durch diesen riesen Vergaser hast du jetzt einen ultra Gasweg. Also du musst gefühlt so Gas geben. Warum ich nochmal nachgreifen? Bis der Schieber da ganz offen ist. Ne? Ja. Okay. So. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, hol deinen Helm und erstmal jetzt hier eine Runde. Fährst mal eine Runde. Ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt von der Simson. Ach Quatsch, Quatsch. Liebe Simson, Gemeinschaft, Community, ihr müsst ein bisschen, ich will nicht sagen Mitleid haben, aber ein bisschen weltoffen sein, wie man sich das so wünscht. Die Technik macht doch Spaß daran. Ich finde Simson auch mega geil, aber es gibt halt auch andere Sachen. So. Ja, ich sehe mal die Technik dahinter, ja. Das fasziniert ja irgendwo, ne? Und das Modifizieren, das macht doch eigentlich Bock. Ja, und ich behaupte mal, wenn wir beide Fahrzeuge jetzt nebeneinander stellen würden, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Also ich sage, den Roller unterschätzt man mehr. Ja, definitiv. Wenn du den Roller so siehst, glaube ich, dass man weniger glaubt, dass das Ding schnell ist, ja, als jetzt schon, bei ja. der Simme so, ne? Das schon, ja. Let's go. Machen wir Kameras an hier. Guck mal, oder ich kechel da mal so hin, wie so ein 50-jähriger Harald. Guck erstmal, wie die Hinterradbremse zieht, ne? Weil kann sein, dass du Hinterradbremse mal brauchst, ne? Ja, erzähl. Ja. Erste Meter auf dem Roller. Also es ist echt extrem ungewohnt, weil der halt so nachläuft, wie du es vorhin schon meintest. Du halt Gas gibst, dann halt erstmal warten musst, bis dann die Variomatik greift und so. Dann ist es komplett ungewohnt, dass du beide Bremsen am Lenker hast. Das ist halt, wenn man halt nur Simson fährt so hauptsächlich oder Motorrad halt, das ist schon ungewohnt. Aber es ist wirklich schnell. Also du merkst halt schon, dass es wirklich Druck hat. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich könnte überhaupt nicht einschätzen, ob das Ding jetzt schneller ist oder dein Moped. Ich weiß es nicht. Das müssten wir wirklich, wenn wir gleich herausfinden. Dafür sind wir ja hier. Deswegen sind wir hier. Aber sonst so, meinst du, könntest du dich daran mit anfreunden oder ist so gar nichts für dich? Also ich muss echt sagen, so mal zum Brötchen holen durch die Stadt so, ja. Aber na, von der Geräuschkulisse her ist natürlich ein Schaltmoped irgendwie anders. Ja, das ja, da hast du auch mehr zu tun. Also. Ja, klar. Vor allem weiß ich auch nicht, wie ich mir vorkommen würde, wenn ich durch die Stadt fahre und also immer mit 10.000 fahren muss. Ja. Weiß ich nicht. Also. Das ist das Einzige, was mich auch stört, aber es ist auch beim Autofahren mit Automatik genauso. Ich mag es halt auch, dass man mal Kupplung ziehen kann, ein bisschen Gas geben kann und so. Das ist auch eher so. Ja. Ja. Eher so meins. DSG ist ja cool. Deswegen. Nee, aber cool. Auf jeden Fall cool. Also so für sich cool halt einfach. Ne? Ja. Ja. Ja, jetzt muss als nächstes Benni einmal hier mitfahren. Ich muss auch mitfahren. Ja, du musst auch einmal kurz sagen, ob du sagst, läuft alles so fast. Also so finde ich, dass er gut und sauber läuft. Also er ist jetzt auch nicht schlecht abgestimmt. Auch von der Variomatik, du hast echt das Gefühl, dass, also die passt. Leitet so, ne? So, und da ist halt das Problem, wenn der vorne dann einmal hochgeht, ist es halt so, dass gefühlt in dem Moment der Roller, keine Ahnung, umso mehr von unten so beschleunigt so, ne? Und das Ding dann eher so. Ja, naja, weil du halt so hoch auch hinten sitzt, wenn du dir mal den Hebelarm hier so anguckst, wenn der. Bei dir reicht halt weniger Grad, um genau diesen Effekt zu haben. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Du sitzt weiter vorne und die Schwinge oder der Schwingbolzen sozusagen, ist, also der Radbolzen ist viel weiter hinten, der Mittelpunkt. Deswegen ist das wahrscheinlich so, dass wenn der immer hochkommt, macht er so ein... Ja, und zack, weg. So, wir bauen mal einmal kurz die Kamera um. Vario wird, glaube ich, zu warm. So auf Dauer. Ist er ausgemacht? Ja, lass mal kurz abkühlen. Oder meinst du schon? Nee. Den Ober. Na, wir haben jetzt ja nicht lange Gas gegeben oder sowas. Das glaube ich jetzt nicht. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Und genau das war der Moment, wo Rennenfahren für den Tag erstmal vorbei war. Leider schon. Ja. Aus Erfahrung habe ich schon immer so ein Gefühl, wenn man ankommt, man sollte ankommen und einfach direkt das Rennen fahren. Gar nicht mehr irgendwas testen, sondern einfach gleich, das ist auch jedes Mal beim Event wieder, was fahre ich jetzt? All in, wenig, ich teste erstmal. Jeder Lauf kann immer der letzte sein. Ne? Genau. Und so ist es leider bei Benny passiert. Und wir haben einmal Altschrott erzeugt, Metallschrott. Erzähl mal, was passiert hier? Na, wir haben das Problem gehabt, dass der Kolbenring in den Auslass gefedert ist. Und deshalb, ich weiß nicht, siehst du scharf? Ja, muss ich haben mal. Wir diese Spuren, Kolbenring ist gebrochen. Und Ende vom Lied war dann keine Kompression mehr und das war das, was man dann wahrscheinlich in dem letzten Video gehört hat. Ja. Genau. Das Gute daran war, ein Simson-Tuner dazu gebracht, diesen Plastikhaufen anzufassen. Und der Roller hat in den heiligen Hallen von PZ-Tuning einen neuen Zylinder bekommen. Genau, wir haben einmal einen neuen Zylinder gemacht, der jetzt ein bisschen haltbarer ist als der, der jetzt drauf war. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ich glaube, schnell was soll's. Nee, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall einen Unterschied machen wird. Hat fast die gleiche Leistung. Da gibt es ein Video zu, da machen wir als erstes jetzt mal hier die Infokarte rein. Zieht es euch gerne rein, auf dem Channel von PZ-Tuning. Was krass war, wir fassen das jetzt einfach mal kurz zusammen. 9 Zylinder bestellt, 9 Zylinder draufgesteckt, 16 PS. Genau, 16 PS am Rad. Und mit Zylinderbearbeitung waren es dann, ich glaube, ein bisschen über 30 PS am Hinterrad. Also fast verdoppelt. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt, aber es waren halt schon von Werk gefühlt wie Drosseln drin. Ne? Es waren so eine kleine Querschnitte, das war wirklich beeindruckend. Also und ich auch gewundert. Natürlich ist Variomatik und Auspuff und alles auch nicht auf den Serienzylinder ausgelegt, sondern halt für den jetzt. Ne? Genau. So, aber jetzt mit den 30 PS, die rausgekommen sind, bist du happy. Sagst du, so ist geil, so ist gut. Also ich bin es wirklich mal auch gefahren. Es ist wirklich schnell. Ne? Mit 30 PS am Hinterrad bei so einem Roller ohne Schaltvorgänger die ganze Zeit Durchzug. Kommt auf den Geschmack her. Ja, naja, der guckt euch das Video an, der wisst, dass es nicht so ist. Brutal geil, muss ich wirklich mal einmal zwischengrätschen, die Kommentare, wenn du was von diesem Roller postest, obwohl du es ja schon mit Absicht so auf witzig postest. Ja, so ungefähr, muss ich auch. Ne? Ist das ja so krass, weil es sind ja tatsächlich auch einige Leute drunter, die den Roller verteidigen. Ist jetzt ja nicht so, ist jetzt ja nicht so, dass das wirklich 100% sagen, ey, was ist das für Müll, sondern es gab ja tatsächlich auch ein paar, die gesagt haben, ganz cool und so weiter. Hey, wird witzig. Genau, ich bin auch voreingenommen an die ganze Sache rangegangen, weil ich mir einfach mal angucken wollte, wie so ein Roller fährt. Und es fährt echt gut, ne? Das macht Spaß, das ist geil. Aber es klingt halt längst nicht so geil wie ein Schaltmoped, wo du halt ein Getriebe hinten dran hast. Ne? Du kennst die Kuh, da hast du vorhin erst drüber gelacht. Allergeilste müssen wir jetzt hier einblenden. Intro von dem Video, wo der Zylinder bearbeitet wird, diese Kuh. 8000 Umdrehungen braucht, um 30 zu fahren. Legendär. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich würde schon Simson fahren mehr Spaß machen, weil bei dem Roller muss man einfach sagen, Roller ist halt in Anführungsstrichen ein Drag Racer. Da macht es nur Spaß, mit geradeaus zu fahren, weil du kannst mit dem ja nicht andersweise eine Kurve fahren. Ja. Oh, sieh's vor, Mann, man müsste halt wirklich mal für dich eine coole Simme bauen. Ja. Ich glaube, das wäre ganz gut. Haben ja auch keine Projekte, da ja auch alle Projekte abgeschlossen sind, ist auch perfekt. Haben wir ja genug Zeit für. Genau, mal wieder Neues anzufangen. Okay, hier wollen wir gar nicht drauf reingehen. Zieht euch lieber das Video rein. Ich bin heilfroh, dass das Ding wieder läuft. Bin noch keinen Meter mit gefahren. Jetzt sind wir hier auf dem Flugplatz. Witzig, dass aus einem Video wieder so viele Teile werden. Aber ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt hier auf schnell den großen Vergleich machen. Simme gegen Roller. Weil Simme ist leider auch gehandicapt. Oh. Der uns ist tatsächlich... Nicht, dass es hier am Ende heißt, weil der Roller zieht vorbei wegen der Beule hier, ne? Da hatten wir bei unserer Veranstaltung das Moped auf dem Prüfstand gehabt und ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass es so auf dem Prüfstand nach vorne schnippst. Wir hätten es hinten festgurten müssen und dann ist einmal das Moped so gefühlt die halbe Wand hochgefahren, so wie wir sagen. Da kam die Beule her und dann, ja. Aber habt ihr ihn so nochmal gemessen? Ja, 1 PS weniger nur. Ah, ich wollte gerade sagen, ich hätte gedacht, es ist mehr weniger. Genau, hätte ich auch gedacht, waren tatsächlich nur 1 PS und damit konnte ich leben, weil er hat immer noch genug. Krass. Ja. Aber dann sieht man doch, dass gar nicht unbedingt die Ausführung des Auspuffs so wichtig ist, sondern einfach nur generell der Auspuff, wie er gestaltet ist. Ne? Genau. Weil wenn die Beule dann nur 1 PS kostet. Ne? Ja. Und was willst du jetzt machen? Nur einen Auspuff oder kriegt man das irgendwie mit Wasser und Druck oder Feuer? Würde gehen, aber der Auspuff war sowieso nur eine schnelle Lösung gewesen, dass das Moped erstmal fährt, dass wir was machen können mit. Und es soll ein Titanauspuff rankommen. Also ich habe die ganze Abwicklung habe ich schon komplett als Titan da liegen. Das Rohr hinten wolltest du mir mitbringen. Habe ich auf dem Schreibtisch liegen. Ja, sehr gut. Gibt es auf jeden Fall. Und dann, 25er war das, ne? Genau. Ja. Und dann soll ein kompletter Titanauspuff ran. Da hast du beim Zweitakter echt Vorteile mit einem Titanauspuff. Ne? Mhm. Das ist echt schön. Und sieht geil aus, ne? Machen wir uns mal nicht zu weit. Wir haben eben gerade drüber gerätselt, was ihr euch wohl am liebsten wünschen würdet, weil wir wollen dieses Roller gegen Simson Video soll wirklich episch werden. Weil jetzt arbeiten wir da so lange drauf hin.
Und es ist einfach so von der Thematik her so witzig. Wir könnten natürlich auch noch eine nächste Challenge machen. Auf der Kartbahn. Und auf der Kartbahn auch eine Runde fahren. Ne? Das wird mit einem Roller die Hölle, weiß ich, weil du kannst eigentlich gar nicht beschleunigen aus der Kurve. Ja, mit dem Ding, ey, wirklich, das ist. Also ich bin ja wie gesagt da auf der Kartbahn gefahren, das ist, dir schnippst nur der Lenker die ganze Zeit in die Fresse. Das macht. Das ist so ein Ritt auf der Kanone. Also es ist wirklich, ich bin jedes Mal nach dem Fahren immer wieder mit zitternden Händen rausgekommen. Kein Witz, weil du Angst auf dem Ding hast. Aber wir können es gerne machen. Oder man unterschätzt es doch komplett. Dass, Ich sag dir so, wie es ist. Der Roller hat keine schlechten Karten, weil du das Ding halt auch noch halbwegs fahren kannst. Ne? Weil guck mal, du hast jetzt 30 PS. Ich habe jetzt hier ungefähr 38 am Hinterrad. So, und du hast aber permanent deinen Motor bei der maximalen Drehzahl, wo er die höchste Leistung hat. Mhm. Bei mir fahre ich ja jedes Mal nach jedem Schaltvorgang das Drehzahlband wieder ab. Also es wird wirklich ein enges Rennen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall mal wieder ein Video gerade wert. Ihr wisst jetzt Bescheid, 30 PS am Rad. Im nächsten Video kommt dann endlich der große Vergleich. Genau. Kann ein bisschen dauern, weil wir wirklich so viel Material sammeln, dass das Video richtig, richtig geil wird. Aber der große Vergleich wird auf jeden Fall gut. Ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, weil wir es nicht heute drehen, noch in die Kommentare kurz zu schreiben, welchen Vergleich ihr euch wünschen würdet. Vielleicht habt ihr ja noch geile Ideen. Genau, ob er halt aus dem Stand, ob wir... Ja, wir brauchen auf jeden Fall, genau, Stand, Rollen, Höchstgeschwindigkeit, Kartbahn, haben wir eigentlich schon in Summe ganz gut was zusammen, ne? Burnout? Ja, vielleicht auch. Ja, wir werden jetzt noch mal ein paar Runden trotzdem fahren, oder? Dass du mal den Roller fährst, dass man mal das Moped fährt, dann habt ihr schon mal einen Eindruck davon, wie die Dinger klingen, weil es ist echt... Ja, ich hoffe, ihr habt Taschentücher dabei. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Grinsen schlafen gegangen, weil ich habe es an Bennys Gesicht gesehen, als er angerollt kam und das Ding so ausgegangen ist mit so einem Fuchs aus dem Auspuff, was beim zweiten Tag dann nie kommt, da wusste ich schon, das Ding ist vorbei für heute. Ne? Ja. Ja, gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke für die Arbeit. Mega cool, dass ich das Ding direkt einfach hier lassen konnte, dass er jetzt wieder läuft. Und jetzt bin ich gespannt, wie er fährt und das werde ich jetzt testen. Nicht dafür. Tschüss und danke fürs Zuschauen.